Ich bin ehrlich, ich habe absolut keinen Plan mehr, was wir genau machen wollten. Und ja. Es ist immer sehr gut, wenn man noch weiß, was man machen wollte. Besonders in so einem Spiel wie Resident Evil, wo man eh schon viel hin und her rumgelaufen hat. Es ist immer von Vorteil. Ja, das Problem ist nicht, dass jeder Gang, sondern das Problem ist einfach, dass du absolut gar keine Ahnung hast, was du genau machen gerade wolltest oder musst. Anscheinend brauche ich die drei Sachen für irgendwas und die Clement-Mischung. Ja. Weißt du, das, sowas gibt's nicht. Das ist neuwertiges Zeug. Früher hat das keiner gebraucht. Früher hattest du zwei Spiele oder so. Da wusste man, was du machst. Früher war halt alles besser. Ja, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Leute! Ich sterbe. Ich werde sterben. Nee, du siehst nichts. Ach so. Gut. Oh, vergiftet. Toll. Ich bin ehrlich. Ich versuche gerade die alte Folge von letztem Mal zu finden. Und rauszufinden, was wir vorhatten. Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt würde auch wieder mein Bild nicht übertragen werden. Sowas kann man doch nicht einfach so sagen. Hier ist eigentlich ziemlich alles kaputt. Ich wüsste, wohin ich müsste. Das würde so vieles vereinfachen, Leute. Ja, gut. Du warst nicht dabei bis zum Schluss und sogar wenn, glaube ich, wüsstest du genauso viel wie ich. Du würdest auch hier sitzen und was? Geht in.
keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Nachher war es da unten noch. War es richtig oder so? Wo wir waren, war vielleicht richtig. Oder nicht? Oder doch? Oh, ich weiß es nicht. Eigentlich könnte ich mich auch jetzt auch rein vertöten lassen und dann neu laden und einfach mal unten gucken, ob es da lang geht. Eigentlich. Versenkt. Ah, ich lass mich töten. Gucke nur, wie viele. Ach so, okay, so schnell hätte man die down. Komm, töte mich. Also habe ich das Heilding noch und ich gucke dann erstmal einfach unten, ob es irgendwo da lang geht. Aber ich hätte die Speicherkartusche ablegen können. Ganz vergessen. Houston, wir haben ein Problem. Wir wissen einfach nicht, wo es weitergeht. Wo bist du? Ich bin ehrlich, ich weiß es gerade selbst nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, es ist doch oben. Wir waren vielleicht doch richtig. Denn die Karte? Ich guck mir mal die Karte an. Vielleicht, Ah ja! Ja, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Mhm. Jetzt, wo ich das sehe, bin ich mir, genau sicher, ist, ja. Hm. Bin ich mir sicher, wir müssen oben lang. Hm. Ja, ich weiß Bescheid. Also, keine Sorge. Das geht jetzt hier. Das geht jetzt hier sehr schnell. Ich habe jetzt einen Plan. Den ich auch ausführen werde. Also. Es klappt jetzt. Ohne Umschweife finden wir jetzt den richtigen Weg. Das ist alles kein Problem.
diesmal, ne, bin ich vorbereitet auf die Drecksviecher und werde trotzdem welche auf die Fresse kriegen? Sehr zuversichtlich. Ja, natürlich. Hier gibt es nur geplantes Pro-Gaming ohne irgendwelche Verpeiltheit. Der Plan ist immer da. Ja. Geh durch die Tür! Junge! Oh, ich werde sterben. Die habe ich eingekesselt. Ich dürfte solche Games nicht spielen ohne Lock. Foi foi. Nee, das war eine Säuregranate, kein Foi foi. So, jetzt aber, ne? Unsere Ditte. So. Ich lösche einfach das, was vorher war für YouTube, ne? Wenn ich es irgendwann da hochlade. Alles, was jetzt fehlschlägt, lösche ich einfach. Hat nie existiert. Ja, ist klar. Ah, die... Die Steuerung. Du bist halt ein Pro, ja, natürlich. Wache, also... Oha, ich bin nicht vergiftet worden. Oha. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. So, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will? Ich hoffe, das geht von hier oben. Hier waren wir ja schon mal, ne? Ist schön hier. Gehen wir hier lang. Gehen wir da durch. Loch im Boden. Wer kennt's nicht? Da kommen wir nicht lang, ne? Es zerstört gerade ein bisschen meinen Plan. Kacke. Obwohl, warte. Dann gehen wir hier runter. Ja, hoch, runter. Das Gestöhne hier gehört eigentlich nicht zum Plan. Ist das? Ah. Das war... Ja. Komm die Treppe runter. Los. Wo? Kommst du da runter? Und tschüss. Gehört alles zum Plan. Alles. Alles stark durchdacht. Ich wischte hier ins erste Obergeschoss. Ich hoffe, das ist richtig. Ich glaube, ich hab's gleich. Ich bin mir noch unsicher, aber
Ja, hier ist es. Hier ist das Ding, was ich machen wollte. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Hier läuft alles nach Plan. Ohne Umwege sind wir sofort hier hingekommen. Ja, wir legen den Hebel natürlich um. Schnurstracks, ja, wir sind, also, ich hab mich von nix ablenken lassen und ich wusste sofort, wie es weitergeht. Eine Schnurstracks hier rum, ne, und dann, das ist so ein komisches deutsches Wort wieder. Wir, ich habe schließlich geholfen. Ja, natürlich. Der helfende Chat, der Moment, wo es einer Person besteht, hat natürlich geholfen. Das muss man dazu sagen. Wieso habe ich jetzt Herzklopfen? Spinnen. Oha, ja, der Erlöthorn ist zwar aus, aber... Hallo Julian und vielen Dank für dein Resub. Geh weg. Muss das sein? Komm wieder nicht mehr vorbei, das ist ja... XV. Ich wollte nur die Sachen... Ich bin ein Opfer meiner eigenen Sammelgier. Natürlich haben die mich jetzt vergiftet. Lass mich mal durch. Danke, ich bin Arzt. Es ist nicht gut, wenn man das Opfer der eigenen Sammelgier ist. Also... Wie geht's dir, Julian? Alles okay? Alles klar? Alles Klärchen am Bärchen? Nee, ich habe YouTube-Video über, über Medizin geguckt. Jetzt bin ich Arzt und habe Ahnung. Ach, ich kenne nur Kurzluten. Ja, bei mir endet es immer im Kurzluten. Der mit mir ja schon zusammen gespielt hat, kennt es, ne? Der Lutstaubsauger ist unterwegs. Ah, das geht auch. Ah. Interesting. Oh ja, Klinik am Südrück. Auch sehr schön. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn?
Ja, natürlich. Wenn, dann wird der Sack ganz vollgepackt. Egal, ob ich nur noch mit Mobsgeschwindigkeit unterwegs bin. Wird schön, wenn wir mal im Stream die Fallout-Reihe spielen. Ah, was werdet ihr viel herumschleichen sehen. So. Aber wer ist es? Nee, ich wollte schon die Ausrüstung. Ich dachte, ich hätte die Pumpgun. Weißt du, der Vorteil ist, er tut uns nicht, solange wir nicht ins Wasser gehen. Aber wir müssen leider ins Wasser. Das ist der Nachteil. Der kommt leider nicht nah genug ran. Ach, schlimm. Naja. Und tschüss. War ja easy hier. Das können wir jetzt, glaube ich, mit dem Schild benutzen. Jo, jetzt haben wir eine Hellbarde. Doch, doch, könnte man, aber... Wieso sollte ich ihn jetzt noch töten? Macht mir ja nichts mehr. Das Vieh sehe ich nie mehr wieder. Zum Glück. Ja, also Fallout 3 oder 4 LP wird... Oder New Vegas... LP wird hier sehr, sehr interessant für die Zuschauer. Oh Gott, was wird das interessant. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf 3 Stunden herumgeschleiche, weil ich einfach überladen bin. So, jetzt ist die Frage. Ach so. Ah, weißt du, Julian? Mit Risi geht's irgendwann schneller voran. Es ist wirklich gerade das Code Veronica, was am meisten an mir zerrt. Weil erstens, die Steuerung ist richtig kacke. Zweitens ist, weil es davon noch überhaupt... Ja, es ist halt echt schwer. Und es ist ein großes Resi-Teil. Die meisten Resi-Teile sind gar nicht so groß. Code Veronica war schon recht groß. Die anderen Resi-Teile sind schnell. Aber ich müsste ich schnell über die Bühne bringen. Jo, sobald ich überladen bin, Naomi, kannst du dir die Landschaft angucken, kannst sie nachzeichnen. Weil ab dann wird das RP nur sich um Stunden handeln. Bin gerade unsicher, ob ich wieder richtig laufe, aber ich glaube ja. Ja, Final Fantasy Crisis Core muss auch mal. Wie gesagt, wenn ich wieder mehr Zeit habe zum Streamen, mache ich vielleicht auch wieder einen Streaming-Plan. Den einen Tag Resi, den anderen Tag Final Fantasy Core. Wollte ich da rein? Final Fantasy Crisis Core. Ja, mal gucken.
Nee. Ich wollte nicht hier hin. Ah, meine Gameliste muss ich auch mal wieder komplett erneuern. Da fehlen noch viele Sachen. Oh nö. Ach, was soll's. Oh, er war schneller als ich dachte. Guck mal, jetzt wo er liegt, kann ich auch. Jetzt wo er liegt, brauche ich ihn auch nicht, ne? Da können wir ihn auch liegen lassen. So. Hierhin wollte ich, glaube ich. Es gibt so viele Fahrstühle, ne? Doch, doch. Er hat seinen Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Corona-Regel. Hallo? Ich glaube, es regnet. Der Regen ist endlich da. Das Vieh ist weg. Ich hab's getötet. Und das mit einer gewissen Befriedigung. Ah, es hat wieder aufgehört. War ein paar Tropfen. So. Nee, ich wollte schon darauf zugreifen. Mach ich den, Junge. So, lass das mal den Papa machen. Der Papa macht es gut. Das nehmen wir mit. Wir speichern einmal. Oh, wir könnten uns theoretisch mal heilen, aber... Weißt du? No risk, no fun. Obwohl, ich könnte gucken, ob ich vergiftet wurde. Im Chefzimmer, da gehören wir auch hin. Oha, wir wurden nicht mal vergiftet, also... Wenn es läuft, läuft es richtig. Ups. So. Übrigens haben wir einen Fehler gemacht, der mir erst eingefallen ist, als es zu spät war. Wir hatten einmal einen Feuerlöscher. Den haben wir leider weggeworfen, weil er leer war. Aber wir konnten ihn später im Spiel wieder auffüllen und bei noch was benutzen, was jetzt gleich kommt. Können wir jetzt nun leider nicht. Ich komme mit dem Düsenjet. So wie sich als Held. Ja. Wie man sich halt als Held einen Auftritt macht. Natürlich. Man fliegt mit einem Düsenjet irgendwo hin. Wieso auch nicht? Oh, ein wunderschönes Bild. Wie er da drin liegt, so, ne, so gechillt.
Stimmt. Ja, Kaiba macht das auch mit seinem Blue-Eisdüsenjet. Thank you.